den Hoch- und Tiefpunkten, was ja die wichtigsten Merkmale von Trendgrößen sind, hat sich hier an der Stelle nichts verändert. Das heißt, in der Regel schalten wir, um uns die Trendgrößen ideal darzustellen, von Ein-Tages-Basis auf die Stunde, gucken uns da das Ganze dann an und dann eigentlich von der Stunde auf die 15 oder 10 Minuten und von da aus dann auf die Minute. Wie man die Zwischenschritte wählt von den Zeiteinheiten, ist eigentlich jedem selbst überlassen. Denn ob ich mir das Ganze ja nun auf Stunde darstelle oder auf 4 Stunden, das Ganze bleibt dabei. Denn gerade bei den liquiden Werten wie den Währungen, wo wir oftmals noch mehr Trendgrößen haben, macht es auch mal Sinn, noch eine Zeiteinheit dazwischen zu schalten, um sich das optimal darzustellen. Aber grundsätzlich ist für uns der Tag der wichtigste, die wichtigste Zeiteinheit. Die Trends, die auf Tagesbasis zu sehen sind, die wichtigsten Trendgrößen. Und dann gehen wir eigentlich direkt von Tag auf Stundenbasis. Sie haben aber auch gesehen, dass ich mir fast alles immer nur auf Stundenbasis einblende, weil ich kann eigentlich auch im Stundenchart die Trends auf Tagesbasis erkennen, weil ich schon natürlich die Erfahrung habe, die Übung und weiß, was da übergeordnet sich abspielt. Und dadurch, dass ich ja untergeordnet handle auf Stundenbasis, gucke ich mir das gleich in der Regel auf Stundenbasis an. So, gibt es weitere Fragen? Felix? Nee, Fragen haben wir, glaube ich, jetzt erstmal alles abgearbeitet. Ja, ich könnte noch einen Trade zeigen. Ich denke, das ist immer interessant. Dann schalten wir nochmal zu dir. Ich denke, der Ali Tagikan und der Christian Kämmerer sind auch gleich dann da. Werden dann natürlich auch mal noch ein bisschen von sich erzählen und sie können auch jederzeit Fragen stellen. Und wir werden weiterhin hier versuchen, für sie live zu handeln. Genau, wir haben hier den Australdollar, Neuseelanddollar, ein bisschen ein exotischeres Paar, das aber trotzdem ausreichend liquide ist. Wie immer, wir haben schon mehrmals mittlerweile gesagt, wir handeln immer einen Trend. Hier haben wir einen großen Trend auf Tag. Mein Einstieg erfolgt hier auf der Stunde. Ich bin hier oben eingestiegen. Hier schon ein ganz schneller Teilverkauf gemacht, obwohl der viel kleinere war als mein Risiko. Aus dem Grund, nachts gab es News, das ist immer beim Australdollar, Neuseelanddollar, durch die Zeitverschiebung. Einfach so, dass da oftmals wichtige Nachrichten in der Nacht kommen, da muss man aufpassen. Da kann es mal zu irgendwie größeren Ausschlägen kommen, die einen dann aus so einem Trade rauskicken. Deswegen hier ein Teil des Risikos einfach mal rausgenommen, schon mit einem kleinen Gewinn. Man sieht, die News haben dann auch für ordentlich Action nachts gesorgt. Das ist massiv nach unten gegangen. Habe ich dann auch hier morgens direkt, als ich das gesehen habe, Teilverkauf gemacht um 11. Habe hier schon ein Vielfaches meines Risikos mit diesem Trade auch verdient. Der läuft jetzt hier eher langsam und gemütlich runter. Stört mich aber nicht. Mein großes Geld ist da, sage ich mal, schon draußen. Ich habe eine Restposition von vielleicht einem Drittel. Meine ursprünglichen Positionen einfach am Weiterlaufen. Der kann hier noch, hat noch wirklich Luft nach unten. Der kann bis hier runterlaufen. Und da habe ich dann einfach die Chance, wenn ich nicht alles gleich zumache, die Chance, hier einfach noch davon zu profitieren, wenn es weitergehen sollte. Wenn es nicht weitergehen sollte, kann ich hier meinen Stop nachziehen und habe trotzdem ordentliches Geld verdient. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auf das Thema Pyramidisieren eingehen. Da kam jetzt noch eine Frage, was das eigentlich bedeutet. Gerne, können wir machen. Das mal ganz einfach so. So, ich zeichne das hier einfach jetzt mal ein. Wir haben hier zum Beispiel einen Abwärtstrend. So, ich bin hier oben irgendwo eingestiegen. Der Wert ist jetzt hier angekommen. Ich mache hier einen Teilverkauf. Nehme also einen Teil meines Gewinnes mit. Daraufhin korrigiert der Wert, befindet sich hier oben. Ich komme also billiger wieder in die gleiche Position rein. Also steige ich hier wieder mit einer kleinen Position ein. Wenn ich hier unten dann ankomme, habe ich hier meine ursprüngliche Position plus den Teil, den ich noch hier eröffnet habe und habe dann die Möglichkeit, hier unten einen noch größeren Teilverkauf wieder zu machen. Und meine Position wird so mit jeder Abwärtsbewegung immer größer, weil ich einen Teil meines Gewinnes einfach immer wieder reinvestiere. Das ist eigentlich das Pyramidisieren. Also wir kaufen praktisch im Gewinn nach, ohne dass dabei unser Gesamtrisiko größer wird.
Sie haben es vielleicht gerade schon gesehen. Der Euro-Yen, den ich heute Morgen gezeigt habe, wir hatten es gesagt, Verlustrates gehören auch dazu. Es war diese Geschichte hier, wo ich eingestiegen bin mit dem Stop hier oben. Hier bin ich jetzt leider ausgestoppt worden. Lässt mich persönlich aber relativ kalt. Sie haben meine anderen Trades gesehen. Die wiegen das natürlich um ein Vielfaches auf. Genau. Felix, also ganz kurz nochmal, die Marktbesprechung war ja jetzt eigentlich hauptsächlich für das Copy Trading, für uns privat und für den Signaldienst. Das heißt, die Währungen kurzfristig, da haben wir jetzt Alarme gesetzt. Euro-Japanisch-Yen hat nicht geklappt, ist zu stark. Kann auch an der Frankreich-Wahl liegen, dass der Euro allgemein jetzt zunimmt. Und ja, wir müssen jetzt natürlich sehen, dass wir versuchen, wieder neue Einstiege zu finden. Aber was wir zum Beispiel in der Vermögensverwaltung nicht machen, sind halt solche kurzfristigen Trades. Hast du denn die Trades, die wir auch in der Vermögensverwaltung gemacht haben, auch zufällig da? Wir haben ja jetzt, glaube ich, die letzten Tage da zwei amerikanische Aktien gehandelt. Da kann man vielleicht den Zuschauern auch mal zeigen, dass sowas auch relativ einfach, lukrativ auf Tagesbasis gehandelt werden kann, ohne Stress, mit großem Potenzial, tief aus der Korrektur und so weiter. Felix, man hört dich nicht mehr. Oh, Entschuldigung. Ja, also konkret aus der Vermögensverwaltung, die Trades habe ich nicht, aber ich kann das hier jetzt einfach mal so exemplarisch zeigen. Wir sind hier zum Beispiel jetzt in einem Aktienwert, das ist ein amerikanischer Wert. Da haben wir einfach größere Trends. Wir haben hier den großen Trend auf Tag, der abwärts gerichtet ist. Wir haben einen kleineren Trend auf der Stunde, der auch abwärts ist. Der hat sich hier praktisch ab hier hatten wir einen Trend. Hier bin ich eingestiegen. Stop gesetzt. Genauso, das Prinzip ist das gleiche wie auf den kurzfristigeren Zeiteinheiten im Forex oder in den Indizes. Und wir sehen auch hier, der Wert ist schön angelaufen. Ja, kann ich jetzt ganz entspannt verwalten. Ich habe hier meine Alarme sitzen, sollte was passieren. Klingelt meine Software, ich gucke auf den Chart, okay, muss ich was machen, muss ich nichts machen. Sowas geht ganz entspannt. Sowas ist auch das, was viele bei uns, viele unserer Schüler oder die meisten sind voll berufstätig. Die haben natürlich nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie am Vormittag was Kurzfristiges zu handeln. Die handeln dann hier diese großen Aktien entspannt, große Trends. Da reicht es, je nachdem, wie ich es verwalte, unter Umständen einmal am Tag einen kurzen Blick drauf zu werfen. Und da habe ich dann die Möglichkeit, parallel zu meinem Beruf einfach noch ein bisschen auch hier vom Trading zu profitieren. Genau. Vielleicht noch ganz kurz die Store. Hast du die auch noch? Die Store habe ich leider nicht. Da kann ich aber kurz erklären, wie da die Idee war. Auch hier haben wir einen Abwärtstrend, einen großen wieder. Hatte weit korrigiert. Hier oben bin ich eingestiegen. Hatte hier meinen Stop-Loss etwa hier liegen. War allerdings so, dass die vor dem Wochenende nicht so richtig angelaufen ist. Übers Wochenende war mir da das Risiko zu hoch. Mein Stop war relativ klein, deswegen hatte ich eine sehr hohe Stückzahl in diesem Wert. War mir dann zu risikoreich übers Wochenende, habe den hier mit kleinem Gewinn geschlossen und habe dann auch direkt meine Strafe dafür kassiert. Seit ich aus dem Wert draußen bin, ist der hier massiv nach unten gefallen. Wäre natürlich eine fantastische Sache gewesen hier. Wenn man mal kurz schaut, das wäre hier ein Stop gewesen von vielleicht 40 Cent. Und seitdem ist die gefallen. Ja, 1,60 $. Ungefähr, also das Vierfache meines Risikos hätte ich hier unter Umständen schon verdient, aber das Risiko war es mir da übers Wochenende nicht wert. Am Montag drauf leider den Wiedereinstieg verpasst. Sowas gehört natürlich auch dazu, Okay, dass man sich da nicht mal ärgert. zeig mal bitte den Zuschauern den Wiedereinstieg, den man hätte machen können, den wir ja dann auch als initialen Einstieg in der Vermögensverwaltung so gemacht haben. Genau, kann ich hier mal zeigen. Also wir sehen hier wieder diesen großen Trend, den ich bereits eingezeichnet habe. Und wir suchen uns ja dann immer einen untergeordneten Trend. Den zeichne ich mal hier ein. Und dann haben wir hier wieder das gleiche Prinzip wie bisher in allen Trades von mir, die Sie gesehen haben. Wir steigen hier ein. Stop kommt irgendwo hier drüber. Und dann profitieren wir hier von der Abwärtsbewegung. Genau. Gestern haben wir den Wert komplett geschlossen, überall. Warum? Ich meine, der läuft ja eigentlich noch sehr schön in die Richtung, wo wir die eigentlich hinhaben wollten.
Genau, ganz wichtiger Punkt ist, Sie sehen das vielleicht bei anderen Unternehmen, die handeln dann explizit die News. Sowas machen wir nicht. Wir lassen die Finger weg von News. Wir informieren uns immer sehr gut, wann die News sind, aber nicht, um diese dann zu handeln, sondern um dann unsere Positionen klarzustellen, um dieses Risiko eben nicht einzugehen. Es ist so, die STOR, die bringen heute ihre Unternehmenszahlen fürs letzte Quartal. Und das ist immer so ein bisschen unvorhersehbar, wie der Wert sich daraufhin entwickeln wird. Und da solche News meistens außerhalb der Börsenöffnungszeiten stattfinden, kann es dann passieren, dass ein großes Gap kommt. Und in dem Fall sind wir jetzt schon relativ weit vorne. Das hätte uns wahrscheinlich nicht mehr viel passieren können, wenn die zum Beispiel sehr gute Zahlen gebracht hätten und der Wert hätte heute hier eröffnet, wäre das auch kein Problem, weil wir ja schon Gewinne realisiert haben. Aber es würde uns einfach einiges unserer Gewinne wieder wegnehmen und sowas möchten wir einfach dann nicht riskieren. Genau, und natürlich mit dem Hintergrund, dass wir nicht nur unser eigenes Geld handeln, sondern auch vor allem fremdes Geld, gehen wir da absolut keine Risiken ein. Also vor allem, wenn wir schöne Gewinne erzielt haben und wir dann darüber nachdenken müssten, okay, müssen wir jetzt ein schlechtes Gefühl haben, gehen wir jetzt ein unvorhergesehenes Risiko ein? Nein, dann denken wir gar nicht darüber nach, wir schließen die Position und suchen uns neue Trades, das war's. Gut, dann würde ich sagen, Ali ist jetzt auch, denke ich, da. Ja, ich bin auch da. Ich fahre gerade alles hoch und stelle alles ein. Ich brauche noch ein paar Minuten. Dann können wir auch auf meinen Schirm gehen. Ich glaube, dass Okay. Ali soweit ist, zeige ich noch einen Trade. Dann habe ich aber für heute auch schon langsam mein Pulver verschossen. Hier haben wir die RPM. Wir fangen mal auf Tag an. Wir haben hier wieder gleiches Prinzip, wird langsam langweilig. Immer schön einen Abwärtstrend, einen großen, in dem Fall hier wieder auf Tag. Und wie Sie mittlerweile wissen, suchen wir uns dann einen Einstieg untergeordnet. Also suchen wir uns einen Trend. Den haben wir hier. Ich bin hier eingestiegen. Hier wird der Pfeil gerade nicht richtig angezeigt, warum auch immer. Also ich bin hier eingestiegen, als der Trend, als ich das erste Mal hier einen Trend gebildet hatte. Mein Stop ist hier drüber gelegen, ist dann direkt ein bisschen Pech gehabt, ist direkt gegen mich gelaufen, wäre beinahe ausgestoppt worden. Gestern hat er sich dann wieder weiter nach unten bewegt. Und genau, hat sich dann weiter nach unten bewegt und jetzt läuft es wieder in meine Richtung. Genau, jetzt sieht man es hier. Okay, ich hatte es hier, also ich bin hier eingestiegen. Hier hätte sich das erste Mal der Trend bestätigt gehabt, ist erst dann ein bisschen gegen mich gelaufen, aber läuft jetzt in meine Richtung. Sah dann gestern gegen Abend ganz gut aus, hat wieder ein bisschen angefangen zu korrigieren. Aber dadurch, dass ich hier den Stop groß genug und korrekt gesetzt habe, kann ich dem ganz entspannt entgegensehen. Sie sehen hier, dieser Abwärtstrend setzt sich fort. Das heißt, wenn der sich jetzt hier nochmal hochkorrigiert, bin ich da immer noch locker mit dabei und spekuliere einfach drauf, dass es weiter short geht. Ich sehe gerade im Chat war noch eine Frage zu den Produkten, die wir handeln. Also wir handeln auf, bei Aktien handeln wir die Aktien direkt oder auch die CFDs. Wir handeln in den Indizes hauptsächlich auch die CFDs, weil die Futures halt doch ein teurer Spaß sind. Das ist vor allem Futures braucht man dann, wenn man extrem kurzfristig unterwegs ist. Wenn man allerdings so entspannt handelt, wie Sie das vorhin bei mir im Forex gesehen haben, sind das CFDs eigentlich ein tolles Produkt, weil man halt auch die Möglichkeit hat, mehr Teilverkäufe und so weiter und kleinere Stückzahlen zu handeln. Da ist es eine angenehme Sache. Man kann es allerdings natürlich, je nachdem, wie groß das Konto ist, auch in den Futures umsetzen. Also den Produkten sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wir handeln hauptsächlich, wie gesagt, CFDs, Forex und die Aktien auch eben als CFDs oder direkt. Natürlich handeln wir auch privat Futures. Genau. Da war jetzt auch die Frage. Wir werden eigentlich auf alle Ihre Fragen eingehen. Auch die Frage nach der Performance im Copy Trading wird auf jeden Fall heute noch beantwortet. Wie viele Schulungen es dieses Jahr noch gibt. Also es gibt auf jeden Fall noch eine im Juni und eine im Oktober. Im Juni ist online und im Oktober ist vor Ort in Wien. Danach beginnt ja dann erst auch die richtige Ausbildung, die mindestens 3 Monate geht. Aber darauf gehen wir dann
später noch mal detaillierter ein. Und ich würde sagen, dass sich Ali auch mal ganz kurz vorstellt. Ja, guten Morgen mal von meiner Seite. Ich muss noch leider länger brauchen für die Software. Das dauert hier am Laptop ein bisschen länger. Ich habe das Ganze hier gegründet. Das ist auch alles. Den Rest machen eigentlich hier das Team, was bei uns sehr wichtig ist. Ich komme ja eigentlich aus der Fundamentalanalyse. Ich habe Wirtschaft und Jura abgeschlossen, in mehreren Unternehmen gearbeitet, bevor ich dann zum Training gekommen bin, habe für ein Unternehmen gearbeitet und dort Investments getätigt, eben auf fundamentaler Basis. Danach für eine Bank unterrichtet und für einen kleinen Fonds. Und da kam auch die Idee, eben, weil wenn ich schon Personen ausbilde, warum nicht gleich für mich und dann die eben das Geld von meinen Kunden handeln lassen. Weil das Profitable im Trading ist nicht sein eigenes Konto zu handeln, sondern das Konto von vielen, vielen Leuten zu handeln. Und das summiert sich und ich hatte ja auch sehr viele Kunden und irgendwann ist es für eine Person zu viel. Und dann ein Team aufzubauen, das genau das macht, das war der Sinn von ATT. Also wir sind kein reines Schulungsunternehmen, kein Coaching, was hier stattfindet bei allen anderen, sondern bei uns ist es eine Ausbildung. Und da sieht man auch, dass hier eben kein Guru rumläuft und sagt, ich bin der Größte, sondern hier lernen die Schüler selber zu handeln in einer Community gemeinsam. Und wir bauen das so auf, dass dann die Talente hier anfangen, Fremdkapital zu verwalten. Das ist der Sinn von ATT. Deswegen auch, wir werden später darauf eingehen, werden die Schulungen im nächsten Jahr nicht mehr so frei zugänglich sein, sondern nur noch mit Prüfung und Voranmeldung und persönlichem Gespräch und nach Selektion. Also wir nehmen dann nicht mehr jeder, der Interesse hat, auf, sondern da muss schon wirklich vor eine Qualifikation bringen. Deswegen machen wir auch nicht so viele Schulungen. Wir sind hier ein Unternehmen. Wir haben hier nicht nur die Milch und die Händler. Wir haben auch im Background sehr viele Leute. Allein das zeigt schon, darauf gehe ich auch später ein, dass wir hier nicht von Schulungen leben können. Das ist für 3 Monate, was wir verlangen, viel zu wenig bei so vielen Personen. Und möchte auch nochmal, das werde ich später nochmal länger erklären, bei uns verdient keiner ein Gehalt, der Trader ist. Die Trader müssen von ihrem Trading und von dem, was sie für die Kunden umsetzen, ihr Lebensunterhalt bestreiten können und nicht von einem Gehalt. Wer ein Gehalt will, geht arbeiten in einer Firma, ganz normal, oder wird Coach und versucht sich dort irgendwie ein Gehalt zu arbeiten. Aber bei uns ist eben steht das Trading an erster Stelle. Nur so kommt man weiter. Ich würde noch ein paar Minuten bitten, dass man mir Zeit gibt, meine Software spinnt gerade, die hochzufahren. Dann können wir gleich auch in meinen Schirm gehen und ich zeige mal, was der Unterschied ist zwischen wenn man professionell größere Summen verwaltet und dieses ganze Gescalpe und Daytrading-Blödsinn, was da im Internet gezeigt wird. Alles klar, dann vielen Dank, Ali. Vielleicht gehe ich an der Stelle einfach mal auf die Frage ein, wie viele Schulungen es dieses Jahr noch gibt und wie das Ganze überhaupt bei ATT abläuft. Also, wie gesagt, wir bilden natürlich auch aus. Wir haben ungefähr 4-mal im Jahr eine Woche, wo wir eine Ausbildung beginnen. Das heißt, unsere Ausbildung beginnt immer mit einer Intensivwoche. Diese findet entweder online statt oder vor Ort, in der Regel hier in diesem schönen Saal in Wien. Und ja, wie gesagt, eine Woche Intensivwoche, da wird hauptsächlich bzw. ausschließlich Theorie vermittelt. Und in dem Anschluss an diese einwöchige Woche, an dieser Intensivwoche meine ich, beginnt dann die Betreuungsphase. Und diese geht mindestens 3 Monate und ist täglich in den Webinaren mit unseren Schülern dann ja, zu besuchen. So ist eigentlich die Ausbildung bei ATT aufgebaut. Das heißt Intensivwoche und Betreuungsphase mindestens 3 Monate. Und wer dann sich besonders gut anstellt und sich beweist über einen längeren Zeitraum, das heißt, es geht nicht so schnell, wie sich das manche denken, kann dann auch als Praktikant in der Vermögensverwaltung tätig werden und dann eventuell auch irgendwann als Händler. So ist eigentlich das Prinzip von ATT aufgebaut. Die nächsten Termine sind einmal im Juni, das wäre die nächste Intensivwoche online und
darauf dann erst wieder die nächste Intensivwoche im Oktober in Wien und dann wäre es eigentlich für dieses Jahr auch schon vorbei mit den Ausbildungsintensivwochen. Ja, Ali, bist du soweit? Ansonsten. Ich melde mich, wenn ich soweit bin, ich brauche noch, das hängt gerade. Okay, dann gehen wir ganz kurz nochmal an den Markt, gucken uns an, wo meine Alarme aufgeploppt sind. Neuseeland-Dollar, japanische Yen. Was hat man da? Da hat man ja dieses Signal auf Stundenbasis, was jetzt hier wieder ein bisschen korrigiert. Das heißt, es läuft erstmal gegen uns, da könnten wir, das sollten wir weiter beobachten. Britisches Pfund, kanadische Dollar. Ja, ist weiterhin interessant, ist jetzt sogar noch weiter ein bisschen gestiegen. Da gehe ich dann mal untergeordnet und gucke mir das an. Da ist hier noch nicht viel passiert. Das heißt, wir haben hier eigentlich immer noch kein Signal. Wenn sich sowas bildet, dann können wir darüber nachdenken, das zu handeln. Aber im Moment ist hier noch nichts passiert. Kanadische Dollar, japanische Yen. Da sind wir jetzt ungefähr auf dem Niveau, wo ich gesagt habe, da möchte ich einsteigen. Und das könnte man dann auch wirklich überlegen. Oder man handelt halt wirklich dieses kleine Signal, wenn es jetzt hier tiefer geht. Ich lege den Stop dann hier oben hin. Also das wären die zwei Möglichkeiten. Und das überlege ich mir gleich nochmal, ob ich das handle. Aber ich gehe mal davon aus, das kann man auf jeden Fall machen, kanadische oder japanische Yen. Mit dem Hintergrund wieder, wir sind übergeordnet noch abwärts gerichtet, hatten hier mehrmals versucht auszubrechen nach oben, ist mehrmals nicht passiert. Dann immer wieder diese starken Abwärtsbewegungen und das Ganze kann jetzt hier auch wieder anlaufen und vielleicht erreichen wir dann auch hier unten mal wieder das Ziel. Deswegen wäre das der naheliegendste Trade für mich jetzt im Moment, kanadische Dollar, japanische Yen. Und das Ganze würde ich privat handeln, sowohl im Copy Trading und auch wahrscheinlich im Signaldienst. Ja, Felix, hast du, wie sieht's aus? Ja, ich bin jetzt gerade dabei, mal noch die Forex-Werte so ein bisschen durchzugehen, ob sich vielleicht sogar noch was weiteres ergeben könnte. Wie gesagt, ich bin ja vorhin aus dem Euro-Yen rausgeflogen, hätte also wieder risikofrei und da bin ich jetzt am Schauen, was sich da ergeben könnte. Bei den Pfundpaaren ist zum Teil was Interessantes dabei, da muss man nur ein bisschen aufpassen, das sind jetzt gleich noch News und wie ich ja schon gesagt habe, vor News halten wir uns da lieber zurück, dass man da nicht unnötig ausgestoppt wird. Aber wenn nicht da irgendwo ein Trade sich bei mir ergeben sollte, sage ich Bescheid, dann können wir zu mir schalten, dann öffne ich den live und erkläre auch genau warum und wie und wieso ich den eingegangen bin. Gut. Christian, Daniel, habt ihr noch was? Aktuell nein, ich suche auch noch. Okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz auf die Fragen ein. Da kamen jetzt noch einige. Genau, vielleicht können wir schon mal zur, es wurden, kamen ja schon ein paar Fragen zur Schulung an sich. Also die Schulung ist bei uns immer eine Woche, eine Intensivwoche, entweder online oder vor Ort, meistens in Wien. Es ist so, dass diese im Rahmen dieser Intensivwoche ist es so, dass wir da praktisch den ganzen Tag zusammensitzen und wir erklären Ihnen praktisch so die Basics, die Sie benötigen, um unseren Handelsansatz zu verstehen, um dann in den folgenden Monaten sich mit uns gemeinsam mit den Werten auseinanderzusetzen. Genau, das sind dann mehrere Betreuer, entweder vor Ort oder das findet dann im Rahmen eines solchen Webinars wie heute statt. Wir gehen da auch auf Ihre Fragen ein. Also es ist nicht nur so, dass wir da irgendwie so frontalunterrichtmäßig das machen, sondern wir erarbeiten uns die Themen dann auch gemeinsam. Nach dieser Woche, wenn dann so ein Grundstock bei allen gelegt ist, geht die eigentliche Ausbildung eigentlich erst richtig los. Das sind dann 3 Monate, in denen Sie die Möglichkeit haben, bis zu 3-mal am Tag Sessions mit uns gemeinsam zu besuchen. Da sitzen dann so ja, zwischen 10 und 20 Schüler gemeinsam mit 1 bis 2 Betreuern zusammen und wir besprechen einfach die Werte, die Schüler gefunden haben. Also die Schüler screenen dann für sich, bereiten sich auf die Session vor und im Rahmen der Session stellen die Schüler
dann eben ihre Werte vor. Wir geben unsere Meinung ab, die anderen Schüler geben ihre Meinung ab, wir diskutieren die Werte. Wir merken dann auch immer so, wo vielleicht noch ein paar Lücken in der Theorie sind, gehen dann noch ein paar, immer noch ein bisschen auf die Theorie ein. Und innerhalb dieser 3 Monate ist eigentlich so, dass da erst die wirklich großen Lernfortschritte gemacht werden. Es ist immer ein bisschen blöd, wenn die Leute eine einwöchige Schulung bekommen, dann komplett erschlagen sind von der ganzen Theorie und überhaupt keine Möglichkeit haben, das in die Tat umzusetzen, beziehungsweise nicht die Möglichkeit haben, unter Beobachtung das in die Tat umzusetzen. Da schleichen sich dann direkt Fehler ein oder die Leute fehlt auch so ein bisschen der Ehrgeiz. Wenn allerdings die Leute die Möglichkeit haben, jeden Tag mit uns nochmal die Themen zu besprechen, wir weisen sie direkt darauf hin, wenn irgendwo Schwächen sind, da ist es dann wirklich so, das macht den Unterschied. Da ist es dann wirklich so, dass die Leute die Möglichkeit haben, die Theorie, die sie in der ersten Woche gelernt haben, gemeinsam mit uns umzusetzen und da dann wirklich die Fortschritte zu machen. Weil es ist wirklich reine Übungssache, das, der Handel. Die Theorie ist das eine, das andere ist wirklich über Monate täglich sich damit auseinanderzusetzen und Trades abzusetzen, Trades mit anderen zu besprechen und auch versuchen, sich eben selbst weiterzuentwickeln. Genau. Da gab es dann, es gibt noch ein paar andere Fragen. Arbeiten wir, was kostet die Intensivwoche? Steht auf unserer Website. Da sind, ist das Hotel nicht mit inbegriffen, das muss dann noch, aber dafür bekommen wir extra Konditionen und legen sie auch Limit Orders in den Markt. Also grundsätzlich kann man in den Markt einsteigen, wie man möchte. Natürlich kann man dann diesbezüglich auch mit Limits arbeiten. Ich persönlich, das ist mein Handelsstil, arbeite nicht so sehr mit Limit Orders. Dadurch, dass ich aber auch den ganzen Tag vom Rechner sitze und auch immer mitkriege, wenn sich ein Kurs bewegt und ich ja sehr viel mit Alarm arbeite, gehe ich dann in der Regel Market rein oder mit Stop Order. Aber man kann natürlich auch mit Limits arbeiten. Vor allem die berufstätigen Schüler von uns, die am Abend hauptsächlich nur Zeit haben und auch also die sich viel besser organisieren müssen, die greifen dann hin und wieder natürlich auf Limit Orders zurück. Und da ist das dann natürlich auch ein sehr interessantes Tool, um da günstig in den Markt reinzukommen. Alles, was die Vermögensverwaltung angeht, würde ich Sie bitten, uns wirklich persönlich anzuschreiben. Und genau, weil alles, was sich um die Vermögensverwaltung und um größere Summen dreht, da bedarf es dann einer persönlichen Betreuung. Und genau. So, Ali hat immer noch seine technischen Probleme und ich würde sagen, wir gehen nochmal zu Felix ganz kurz. Genau, wir haben hier auch noch eine Frage und zwar, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, da auch Händler zu werden, ohne die Ausbildung und so weiter zu machen. Die gibt es nicht. Bei uns ist die Grundvoraussetzung, eben wie ich schon gesagt habe, dass man diese Intensivwoche eben mit uns gemeinsam gemacht hat, dass irgendwie klar ist, dass wir das gleiche, die gleichen Fachtermini benutzen, dass alle wissen, über was wir sprechen, also solche Direkt- oder Quereinstiege gibt es da nicht, sondern es ist einfach ein langer Prozess, in dem man sich hier auch beweisen muss und zeigen muss, dass man wirklich auch professionell handelt. Viele Handelsstrategien von Leuten funktionieren auch einfach auf großen Konten nicht. Das funktioniert vielleicht, wenn man so ein kleines 10.000 Euro oder 20.000 Euro Konto hat, aber mit dem großen Geld kann man gar nicht so kurzfristig unter Umständen da handeln. Deswegen Grundvoraussetzung eben die Ausbildung bei uns gemacht zu haben. Genau. Ich habe jetzt mal den Kanadisch-Dollar-Japanisch-Yen eröffnet. Ich gesagt habe, das ist ja der Trade, der mir hier schon die ganze Zeit vorschwebt, der auch den Felix auch gemacht hat. Ich hatte gesagt, okay, der sollte mal hier noch ein bisschen zurückkommen. Ich bin jetzt pauschal reingegangen, habe den Stop jetzt wirklich über diese Seitwärtsphase hier drüber gelegt. Der Stop ist jetzt nicht der allerengste, aber ich handle das natürlich unter dem Hintergrund, dass ich eigentlich gerne hier unten hin möchte und eventuell sogar darüber hinaus. Von daher kann sich das schon lohnen. Und selbst wenn sich da nur heute ein R an Bewegung ergibt, wäre das auch erstmal hier fürs Live-Trading zumindest mal etwas. Ja.
Was machen unsere Indizes im Moment? Die machen gar nichts, wie vorausgesagt. Also da passiert nichts. Außer der DAX geht natürlich nach oben. Okay. Ja, hatten wir aber gesagt, da ist nichts für uns zu tun, weil keine Korrektur ansteht im Moment. Der S&P wartet, verläuft seitwärts, passiert auch nichts. Stefan, vielleicht noch eine Frage hier zum Cad/Yen. Wird hier gefragt, hier gäbe es ein Retracement bis zum Fibonacci bei 61% auf der Stunde. Beschäftigen wir uns mit Fibonaccis, beziehungsweise, also ich weiß gar nicht so genau, wie das funktioniert mit den Fibonaccis. Okay, Retracements beziehungsweise Fibonaccis, also erstmal nein, natürlich nicht, weil letztlich warten wir ja sowieso immer auf ein Signal untergeordnet, und ob das nun bei 50%, bei 60, 70, 80 oder 90 kommt, ist ja egal, wir warten auf das Signal. Und letztlich ist das eigentlich ein Tool aus der technischen Analyse, und die technische Analyse ist immer dafür da, vorauszusagen, wo könnte sich ein Wert in einem bestimmten Zeitrahmen hin entwickeln. Aber das ist die eine Sache, die technische Analyse, aber wir müssen das Ganze ja auch noch handeln. Und da warten wir dann sowieso auf das Signal. Das heißt, letztlich steigt man ja sowieso nicht aufgrund von irgendwo einer Linie ein oder von irgendeinem Retracement oder einem Widerstand, sondern dann wirklich zusätzlich noch dieses Signal, und von daher beachten wir das Ganze nicht. Und vor allem Retracements werden normalerweise immer bezogen auf saubere Trends angelegt, und hier in dem Moment sehe ich überhaupt gar keinen sauberen Trend, das läuft alles seitwärts. Ich weiß nur, übergeordnet haben wir diesen Abwärtstrend, wir haben hier diese Fehlausbrüche und das Ganze könnte sich fortsetzen, aber jetzt irgendwo ein Fibonacci anzulegen, würde schon überhaupt gar keinen Sinn machen, auch nicht für irgendeinen technischen Analysten, weil es hier auch keinen besonders schönen Trend gibt im Moment. Ich denke, ja, das ist soweit. So, ich kann es probieren. Wie gesagt, ich bin gerade erst zurück und jetzt hängt ein bisschen Internetprobleme. Deswegen gehen wir auf meinen Schirm und zeige ich mal, wie mein Portfolio gerade ausschaut. Es sind ja mehrere Konten bei mir. Ein Konto kann ich gerade nicht anschließen, um dort kurzfristige Future Trades anzuzeigen. Ich versuche das noch im Laufe des Nachmittags hinzukriegen. Liegt nicht an meiner Hand. Ich weiß nicht, warum ich da den Anschluss nicht hinkriege. So, wir sehen hier einen Wert. Ich zeige hier gerade den Tageschart. Und das ist eine Begründung, die ich auch später dann genauer erklären werde. Ich denke, das wird sich eher ab der Nachmittagssession ausgehen. Wir sehen hier sehr viele Werte, die offen sind. Wir werden die einzeln durchgehen, dass man auch sieht, wie viele sind davon im Plus. Ich kann schon sagen, dass da 90% im Plus sind. Natürlich werden die nicht alle auf einmal aufgemacht. Und ich zeige auch speziell die Summen, nicht weil ich angeben möchte. Wenn ich angeben möchte, würde ich euch ein Konto von einem Kunden von mir zeigen. Dann ihr seht mal, was hier möglich ist zum Handeln. Und deswegen schauen wir uns mal einiges an, und wir sind sehr shortlastig momentan mein Portfolio, aber alles im Gewinn abgesichert. Warum, werden wir auch noch dann eingehen, weil ich den Markt anders sehe als die meisten momentan, und deswegen sage ich mal, am Ende sagt das Konto, wer recht hat. So, wir sehen hier einen Wert, das haben wir auch gestern Abend mit den Schülern besprochen, gehen wir jetzt mal ein bisschen ein, ich muss mal ein bisschen wieder üben zum Zeichnen. Wir hatten hier einen Aufwärtstrend, den sehen wir ein bisschen größer, zeige ich den jetzt mal. Der ist dann hier in dem Moment, hat es ein Abwärtssignal gemacht. Wir sehen auf jeden Fall das hier. Ich bin schon hier oben eingestiegen, weil für mich schon eigentlich hier klar war, da bildet sich was. Das ist natürlich ein bisschen Erfahrung, muss man auch dazu sagen. Das ist dann zusätzlich noch ein Wert aus der Ölbranche, der natürlich dadurch, dass der Ölpreis am Fallen war, auch mitgefallen ist, weil der natürlich nicht viel verdienen kann, wenn die Ölpreise runtergehen, die Unternehmen von den Zulieferern nicht viel brauchen. Und das war für mich ein Argument, mit einem kleinen Stopp hier oben mal einzusteigen. Selbst wenn man das nicht gehandelt hat, haben wir gestern besprochen, hätte man spätestens hier diesen Trend sehen müssen, dann bei dieser Korrektur hätte man hier ein Signal haben können und das hier handeln und dann diese Bewegung hier mitnehmen können. So, und darum geht es, wir wollen viel aus dem Markt mitnehmen, deswegen nur als Hinweis, dieses Wort, ich bin Daytrader, ist ein cooles Modewort,
ist aber einfach, was das Trading betrifft, Schwachsinn, weil sowas kann ich in Daytrading niemals verdienen, niemals mitnehmen, wenn ich am Abend wieder meine Position schließe und sie nicht auf groß und vor allem vernünftig verwalte. Hier wird ja der Stopp sehr eng gehalten. Das findet ja untergeordnet statt, also nicht auf Tagesbasis den Stopp zu verwalten, sondern auf Stundentrend. Nur dann, wenn der Trade anläuft, gehen wir hin und verwalten das Ganze ein bisschen größer. Und hier wurde es dann eben für Bewegungshandel und dann auf Trendhandel gehandelt. Und ein Teil wurde dann natürlich auch im Gewinn mitgenommen, also auch Teilverkäufer gehören bei mir dazu. Ich ziehe den Stopp nicht einfach nur hinterher, bis ich rausfalle, sondern ich will ja irgendwo mein Geld auch verdienen am Ende des Tages, Woche, Monat. Und da muss jeder entscheiden, wie er da Abend weitermacht. So, ich sehe gerade, der Herr Kämmerer ist auch schon da. Ja, habe ihn gerade zum Organisator gemacht. Na, beide ein bisschen später. Wie gesagt, ich muss auch entschuldigen. Ich hatte leider einen Termin, den ich nicht absagen konnte und bin jetzt zurück. Jetzt ja, wunderbar. So, morgen, Chris. Ja, habe die Ehre. Grüße in die Runde an dieser Stelle und danke für die Übernahme der Eröffnung, Stefan, an der Stelle. Und wie ich hörte, Ali hat dann auch gleich nochmal das Zepter übernommen und danke dafür erstmal. Und hallo an alle. Ja, du wirst dann auch gleich was erzählen. Ich mache nur kurz noch meinen Wert fertig, dann kannst du gleich weitermachen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen gerade technische Probleme. Ich würde gerne Future Trades zeigen. Ich kriege das Konto nicht angeschlossen gerade. Ich weiß nicht, was bei Margini jetzt das Problem ist. Deswegen kann ich jetzt nur über den Broker das zeigen. Aber momentan müsste ich auch sagen, wenn überhaupt, ist sehr schwierig momentan die Indexe zu handeln. Dadurch, dass die ohne viel Volumen gerade durch die Decke gegangen sind, zumindest die europäischen. Mhm. Ich persönlich sehe aber da das Potenzial, dass das wieder sehr stark korrigieren wird. Und ich würde auch jetzt den Eurostoxx persönlich shorten. Nur gesagt, ich komme gerade nicht in mein Konto hinein und kann es nicht anschließen, deswegen versuche ich das jetzt in der Zwischenzeit irgendwie zu lösen, sonst kann ich es nur ansagen. Ist halt blöd, aber mehr geht nicht. Wir werden, wie gesagt, diese Werte uns anschauen. Ja, also bitte noch einmal zur Vorsicht, die werden nicht auf einmal eröffnet, sondern nacheinander, nach einem sehr strengen Money Management und dann auch dementsprechend verwaltet. Wir werden uns einzelne anschauen. Nur mal ein Gefühl haben, da sind mehrere offen. Es sind, wir sehen fast alles auch im Gewinn. Es gibt auch Verlusttrades, die gehören auch da dazu, aber das ist der Unterschied bei einem professionellen Händler, dass der eben weiß, wann er zu traden hat, wann nicht, wann er die Stops nachziehen muss und vor allem, dass der auch wirklich von seinem Trading auch leben kann. Das ist die Definition eines Profi-Händlers. Sonst, wie gesagt, nennt es euch Coach oder möchte gern, was auch immer. Profi muss von dem, was er macht, leben können. Ob es Profisportler ist, das ist der Unterschied, der lebt davon, genauso wie ein Hobbysportler, der das nur nebenbei macht. Weil da sehen wir auch schon, wie gesagt, es kommen da unten auch die Minus-Trades, die habe ich auch zusammen, also das ist so nicht, das ist auch gerade im Minus, aber die Minus-Trades halten sich sehr klein. Das ist ein fundamentaler Trade gewesen von mir. Ich darf das machen, ich habe die Ausbildung dazu, das heißt, ich habe Wirtschaft studiert, habe mich spezialisiert auf sowas. Das ist nicht von heute auf morgen zu lernen. Aber auch da ist das Money Management sehr streng. Auch da ist der Verlust im Vergleich zu den Gewinnen sehr gering. Das werden wir uns auch anschauen, warum, wieso. Ich würde jetzt mal an Chris vielleicht übergeben, dass er sich auch kurz mal vorstellen kann. Und dann gehen wir wieder zurück zu mir. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Worte. Übernahme. Jetzt müsste ich kurz, ich denke, der Stefan wird das im Hintergrund lösen, dass wir hier direkt nochmal den Monitor-Switch vollziehen können. Schauen wir mal, bis es losgeht. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass so zahlreiche Zuschauer da sind und jetzt auch schon gut versorgt wurden, hier im Kontext des Marktes. Alright, da sehe ich es schon. Gut, dann müsste der Bildschirm auch schon wieder da sein. Wie gesagt, die Morning Session ist ja so gut wie gelaufen. Ich, wie gesagt, war auch ein Stück weit abstinent, terminlich genauso wie der Ali gebunden in dem Zusammenhang. Ich wusste aber natürlich, dass Stefan und seine Crew hier das im Prinzip stemmen. Das ist ja Tagesgeschäft, wo ihr praktisch alle teilnehmen könnt. Und wie gesagt, wir hatten das Ganze ja schon mal zelebriert mit der ATT-Crew. Freue mich deshalb, dass wir heute da nochmal zugegen sind und hier das nochmal manifestieren und weiter ausbauen. Ich hoffe, euch hat es bislang gefallen.
beziehungsweise konntet ein Stück weit was mitnehmen. Wie ihr die European Session gehandelt habt, weiß ich jetzt sozusagen nicht. Wie gesagt, war nicht dabei, werden wir das aber nachher durchaus nochmal anschauen, was da vor sich ging. Im Namen von JFD, wie gesagt, sage ich hallo. Wir werden die Live-Trading-Events ja jetzt hier direkt zum Monatsstart, haben wir ja schon eins losgelassen, werden wir auch weiter ausbauen. In diesem Monat haben wir zwei. Der Plan ist, das auch weiter nach vorne zu preschen, eben auch, wie Alia sagte, dass man eben hier auch wirklich mal zeigen muss, wer denn richtig und real handelt und wie er es macht. Und es gibt eben viele Illustratoren oder Illustratoren draußen, die da eben mehr reden, als dass sie tun. Und das wollen wir, wie gesagt, aber ein Stück weit transparenter darstellen, ebenso wie wir es als Broker ohnehin schon von unserem Wording, von unserer Ethik her haben. Ich weiß nicht, wer bei uns jetzt schon ist von Ihnen als Kunde, aber grundsätzlich hier unsere Landingpage im Sinne unserer Homepage einfach mal stöbern. Der Name ist Programm und insofern, wer JFD nicht kennt, kann sich da gerne nochmal an mich wenden. Ansonsten Frage Stefan an der Stelle, habt ihr vielleicht auch mal den FX-Markt beleuchtet heute? Habt ihr da auch unter Umständen was laufen? Ja, relativ ausführlich sind wir eigentlich wirklich fast jedes Währungspaar durchgegangen. Der britische Pfund, kanadische Dollar sieht interessant aus, long für einen kurzen Trade. Ansonsten hatten wir jetzt uns für den kanadische Dollar, japanische Yen Short entschieden. Ah, okay. Und das war es eigentlich. Was besonders viel Interessanteres haben wir jetzt nicht gefunden. Wir haben aber relativ viele offene Trades gezeigt. Schade, gucke ich mir das mal an. Hätte mich auch interessiert, ja. Im Indexbereich gibt es eigentlich im Moment nichts zu tun, auch mit dem Hintergrund, dass morgen die Arbeitslosenzahlen kommen, wird da heute sicherlich nicht viel passieren. Okay, der DAX ist jetzt durch die Decke gegangen, hat aber auch keine wirklich schöne Korrektur gezeigt. Ja. Okay, und danke für das Update an der Stelle. Britisch Pfund siehst du long an der Stelle, oder? Nur kurzfristig auf Stundenbasis, Britisch Pfund, kanadische Dollar. Auf spannend. Stundenbasis? Mhm. Du kannst ja mal auf Stundenbasis gehen. Genau. Also auf Tag ist klar, ist weit einfach nach oben gelaufen. Hier sehen wir den Trend, der hat korrigiert. Das letzte Hoch war jetzt zwar nicht schön signifikant, aber das war jetzt so eine Idee. Ich muss das jetzt nicht handeln, ich habe es auch noch nicht gehandelt. Ich habe jetzt erstmal mir einen Alarm reingelegt und gucke mir das Ganze an, ob sich vielleicht untergeordnet dann ein Aufwärtstrend bildet. Kann man also hier würdest du theoretisch long reinspringen wollen, oder? Nee, reinspringen sowieso nicht. Also ich gucke mir das immer sehr gerne an. Und wie gesagt, das ist ja jetzt mein übergeordneter Trend. Und wenn ich den untergeordneten handeln möchte, dann brauche ich ja da ein Signal. Und das wäre dann mit der kleineren Trendgröße. Und da hat sich jetzt noch nichts aufwärts gerichtet. Mhm. Das ist abwärts gebrochen eventuell. Man könnte da den Umkehrstab auf Stundenbasis handeln. Den haben wir verpasst. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt untergeordnet auf 10 Minuten da auf einen Aufwärtstrend warten. Oh, okay. Was habt ihr eine Meinung zu Öl, WTI an dieser Stelle? Ja, ich denke, da ist Ali der Spezialist. Der kommt auch so ein bisschen aus der Ölbranche damals. Mhm. Mhm. Ja, ganz kurz eine Anmerkung von mir. Ich bin da ein bisschen... Die Schüler von mir kennen es auch und du, Christian, hast es auch schon mitgekriegt. Ich bin jetzt sehr, sehr direkt und sehr streng, was das hier, das ganze Training und alles betrifft. Und wenn es nicht gefällt, sage ich, kann gerne woanders hingehen und da direkt auch mein Wort an Ingolf. Das ist hier eine Werbeveranstaltung, das ist nicht eine Bespaßung für euch, sondern wir wollen hier zeigen, was möglich ist, wie man traden kann. Deswegen ist es auch eine Gratisveranstaltung, sonst kannst du gerne hier vierstellig bezahlen und in ein Live-Training kommen von uns. Aber an und für sich ist das hier eine Werbeveranstaltung, dass wir zeigen, was macht ATT, was ist ATT, was ist JFD. Und wenn es nicht gefällt, kann gerne Fernsehen gehen oder was anderes machen. Wir haben auch heute absichtlich den Tag heute gewählt, weil wir gewusst haben, es ist jetzt nicht dieser hektische Tag. Wir werden hier nicht jetzt tausende Trades umsetzen, sondern wir wollen ja auch mal zeigen, was möglich ist und so. Da zu der Frage jetzt auch von dir wegen Öl. Ich habe damals auch schon angesagt, Öl wird fallen. Es wird sich so einpendeln um die, das haben wir in mehreren Webinaren schon, um die 50 Dollar herum. Öl ist überhaupt ein sehr spekulativer Wert. Also ich würde schon sagen, dadurch, dass ich 10 Jahre in der Branche unterwegs war, kenne ich mich sehr gut aus, habe auch Literatur dazu veröffentlicht. Ich halte mich da raus, weil das hat nichts mit dem Markt zu tun und auch Trends sind dort sehr schwer zu handeln.
weil es hier einfach sehr viel Politik dahinter ist, weil es kann ja nicht sein, dass der Bedarf nach oben geht, weil wir einfach mehr fördern und trotzdem der Preis runtergeht, weil es heißt, die Nachfrage ist nicht da. Und Öl ist ja kompliziert, das wird ja auf lange Sicht gekauft, weil alleine die Transportwege hier sehr kompliziert sind. Man kann ja nicht sagen, ich kaufe jetzt Öl und morgen kriege ich es geliefert. Das dauert bis zu einem Jahr, weil da die Transporter eben nicht dafür freistehen. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, können wir auch später gerne erläutern. Ist der Ölpreis momentan, wenn er unter 50 bleibt, zwischen 35 und 45 herumpendeln, sollte er die 55 nehmen, Potenzial bis 65. Das wäre meiner Ansicht nach, vor allem hängt es jetzt ab, am 25. Mai, glaube ich, ist die OPEC nochmal in Wien und hält ihre Sitzung. Ich glaube nicht, dass da viel gemacht werden kann, weil alle produzieren. Auch Iran ist jetzt erst am Markt. Die haben gerade mal 3 Millionen Barrels am Tag. Also die haben noch Potenzial bis zu 7 Millionen. Das heißt noch zum Verdoppeln. Und die werden das auch machen, weil die natürlich jetzt, solange die Sanktionen weg sind, so viel wie möglich da exportieren wollen und damit Geld verdienen möchten. Ne? Deswegen würde ich eher den Ölpreis noch weiter fallen sehen. Sehr mit Vorsicht zu genießen, weil das, wie gesagt, es braucht nur wieder irgendwo eine Pipeline explodieren, es braucht nur irgendwo wieder ein Krieg passieren. Wir haben es gesehen, kurze Bombardierung von Syrien, der Ölpreis ist nach oben geschossen, wobei der Ölpreis nicht direkt von Syrien abhängig ist, weil Syrien ja am Weltmarkt nicht einmal mit 1% unterwegs ist, was Öl betrifft, sondern eher das Problem ist, dass da natürlich vielleicht irgendwas passiert zwischen USA und Russland. Und Russland zählt eben zu einem der Exporteure außerhalb vor allem der OPEC-Nationen. Ja, hast du mal gut vom Stapel gelassen, Ali. Also wie gesagt, du siehst ja auch das große Bild da am Öl, hast auch die geopolitischen Zusammenhänge da, sag ich mal, gut im Detail erfasst. Das zeigt natürlich, dass du dich da auch gut mit auseinandersetzt. Technisch gesehen, also auch ihr Markttechniker selber, ich denke mal, wenn der hier auf Tagesbasis ein neues Mehrmonatstief macht, ich denke, also rein technisch denke ich, wäre der Frühweg dann weitergehen, Süden frei. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Aber hier oben, wie du schon sagst, $55 je Barrel oder 54, und das ist eine klare Abweisungszone, wo er hier Mitte April auch nochmal schön gestoppt hat. Habt ihr da bei ATT Engagements in Sachen Öl, also in dem Sinne dann hier auch auf die Shortwelle sozusagen gesetzt? Ja, das war ja auch der Wert, den ich vorpräsentiert habe. Das ist der Ölwert, die Aktie, genau. Genau, das ist ja kein Ölproduzent, sondern das ist ja auch etwas, was der Unterschied ist. Wenn Leute Apple handeln, handle ich nicht Apple, ich handle die Zulieferer, weil dort viel mehr Bewegung ist. Und auch da war klar für mich, den Ölpreis handle ich nicht, der ist mir zu spekulativ. Aber die Zulieferer wie Schlumberger eben, den kennen die meisten noch damals, wie eben BP da im Mexiko, Golf von Mexiko da diesen Schaden verursacht hat, war Schlumberger einer von denen, die dann dran glauben mussten. Und da ist eben die Bewegung entstanden, dadurch, dass der Ölpreis weiter am Fallen war, nach der Korrektur, die es mal gegeben hat. Das können wir uns ja nochmal dann anschauen, aber wie gesagt, das ist eigentlich, wo ich sage, den Wert kann man dann eben handeln. Ja, definitiv. Also bei Öl, wie gesagt, ich habe vorhin im Chat gelesen, ich weiß nicht, ob der Teilnehmer noch zugegen ist, aber ich meine ja, in Sachen Saisonalität und Aktien, da habe ich jede Menge an Content, also Seasonal Trades auf Aktien, ich sage hier nur die Amgen zum Beispiel, die hier eine über 30-jährige Historie aufweist, die beweist, dass die Aktie während 14 Tage im Juni um 6% im Schnitt steigt, kann ich euch gerne mal zeigen, ist eine hochinteressante Geschichte, also Seasonals ist ein kleines Spezialgebiet von mir und habe auch hier zum Öl zum Beispiel, die Seasonal-Indikation während der letzten 18 Jahre, die denn andeutet, dass der Mai im weiteren Monatsverlauf signifikante Schwäche aufweist. Und wenn wir jetzt mal 40 Tage vorausschauen, dann sehen wir im Prinzip hier auch beim WTI, dass die Reise sowohl charttechnisch als auch saisonal eben hier durchaus weiter nach Süden gehen könnte. Deswegen hier reine Information, keine Trading-Empfehlung, eh ganz klar. Aber wenn hier ein neues Mehr-Wochen-Mehr-Monatstief kommt, dann ist Öl wohl weiter im Taumeln. Das wird auf jeden Fall ganz spannend. Aber mir gehört natürlich hier insofern gar nicht die große Bühne. Ihr habt ja sozusagen vorhin mal Einblick in eure Trading-Skills gegeben. Ali als solches, war einer von dem Team ansonsten noch dran, wie das letzte Mal? Wir hatten ja da noch einige Gäste, die sozusagen sowohl im Aufbaustadium waren, Schrägstrich, eben hier dann noch zwischendurch, also Daniel, Felix sind da, sehe ich. Wir hatten ja aber auch den, war es Mirko?
der das letzte Mal da war? Genau, Christian, vielleicht kann ich da kurz drauf eingehen, also spricht der Felix. Klar. Ich hatte heute Morgen schon einige Trades auch in den Forex-Werten gezeigt, also die hast du leider schon verpasst. Einige, die Volltreffer waren, auch einer, der nicht ganz aufgegangen ist. Genau, wir sind heute, vielleicht auch kurz noch als Information jetzt an dich, genau, wir sind heute auch wieder mit einigen Leuten vertreten. Der Daniel ist da, der Christian ist da, ich bin da, Stefan und Ali ja sowieso. Super. Wir werden auch im Laufe des Tages jeder mal so ein paar Worte zu dem einen oder anderen Wert auch verlieren. Mhm. Genau, Mirko schaut vielleicht heute Mittag auch noch vorbei, das weiß ich nicht genau. Mirko ist ja noch einer unserer Schüler, der sich allerdings sehr gut entwickelt. Der hat letztes Mal auch ein paar Trades gezeigt. Exakt, genau. Da der allerdings ja voll berufstätig ist, weiß ich nicht, ob der vielleicht aber am Mittag auch mal wieder vorbeischaut und vielleicht auch berichten kann, wie er sich seit dem letzten Mal weiterentwickelt hat. Super, super, super. Sowas, denke ich mal, ist immer interessant, weil gerade auch die Zuschauer, Ali sagt es ja auch vorhin, oder das habe ich auch im Chat gelesen, natürlich kann man je nach Portfoliogröße auch auf Tagesbasis vom Aktienhandel leben im Sinne der Dividende, im Sinne von Swing Trades, Positionstrades, langfristig. Wir sind auch aktuell eben in einem Bullenmarkt. Klar, wenn man eine Aktie hier 2009 oder 2011 gekauft hat, dann kann man hier von einer sehr, sehr starken Performance ausgehen. Aber man braucht natürlich hier auch eine entsprechende Portfoliogröße. Ja, ich meine, im Intraday Trading ist es aber ähnlich. Auch hier muss man ein dickes Polster haben, um wirklich davon leben zu können. Und das ist meines Erachtens die Königsdisziplin. Was man als Alternative machen kann, ist zum Beispiel eben das, was ATT anbietet, dass man in eine Art Händlerausbildung geht und dann sozusagen hier, also damals vor, das ist jetzt ja dann auch schon 18, 19 Jahre her, als ich Blut geleckt habe für die Märkte, gab es ja sowas überhaupt nicht, aber da wäre ich wohl der Erste gewesen, der sich hier in so einen, sag ich mal, in so eine, in Anführungszeichen Hedgefonds-Ausbildung reingestürmt hätte, ohne dass man jetzt hier den klassischen Bankweg geht, dann ist das natürlich hervorragend, da seine Skills zu gehen. Und ihr seid ja, wie gesagt, hier schon das entwickelte Team, Schrägstrich Mirko ist einer der Neuen, der sich gut entwickelt. Also das ist natürlich höchst spannend. Und gerade für Zuschauer, die, sage ich mal, aus dem Hobby unter Umständen einen Beruf machen wollen, ist das natürlich ein Riesenthema. Also das ist auch ein Punkt, warum wir gerade mit ATT natürlich hier sympathisieren, zusammen sind, weil die Ausbildung natürlich nicht nur ein Wochenendseminar ist und dann war es das, sondern eben hier eine Betreuung mit sich zieht, die über Wochen, Monate geht und dann darüber hinaus auch je nach Entwicklung fortwährend laufen kann. Und das ist natürlich ein Riesenthema, was ich sehr, sehr spannend finde an der Stelle. Wie gesagt, handeln tue ich selbst ja auch, aber natürlich bei weitem nicht mehr so wie früher, wo ich auch für einen 5-Minuten-Chart und 15-Minuten-Chart klebte. Und da muss man auch sagen, Intraday-Trading ist wirklich eine Königsdisziplin und höchst herausfordernd. Also wer das machen will, dann muss ich da auch natürlich klar drüber sein, dass das eben nicht mal eben hier in der Mittagszeit kurz das Tablet nehmen und Aktien oder Devisen kaufen und dann wieder zur Seite legen und Gewinn machen. Das ist schon wirklich ein, ich will nicht sagen ein Sport, aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die seinesgleichen sucht. Und das wird sicherlich hier auch untermalt, wenn die Jungs von ATT ihre Trades zeigen, die sowohl aufgehen als auch scheitern. Ja, das ist natürlich Big Trading Business. Verlieren gehört hier zum Geschäft und wer die Ohrfeigen nicht ab kann, im Sinne von Verlusttrades, der wird es schwierig haben. Und gerade die Psyche ist natürlich ein Riesenthema. Peter, du fragst mit der, oder Felix, Stefan, ich habe gerade einen gehört. Ja, ich würde ganz kurz noch, du hattest den Zeitaufwand, den man eigentlich betreiben muss fürs Trading, kurz angesprochen. Wollte ja. Ich kurz drauf eingehen. Genau, also ich und meine Kollegen, wir sitzen natürlich den ganzen Tag eigentlich mehr oder minder am Rechner. Wir haben natürlich eine Mittagspause und so weiter. Aber dadurch, dass wir halt auf alle Produkte handeln, auf vielen Zeiteinheiten unterwegs sind, da ist der Zeitaufwand dann schon wirklich groß. Aber wir haben auch eigentlich, die meisten unserer Schüler sind voll berufstätig. Die haben dann abends nach Feierabend, setzen die sich dann noch 2 Stunden an den Rechner oder vielleicht auch mal kurz in der Mittagspause schauen sie auf ihren Laptop. Auch das ist möglich. Also bei uns ist es so, dass sogar, ich sagen muss, einige der hauptberuflichen Schüler von uns sind wirklich sehr erfolgreich, weil die einfach effektiv abends dann die Zeit, die sie haben, nutzen und am Wochenende. Also es ist kein Hinderungsgrund, wenn man voll berufstätig ist, nicht auch nebenher noch erfolgreich den Trendhandel zu betreiben. So, ja, guter Einwurf an der Stelle. Ja, aber jetzt Ali nochmal. Ja, ich würde das jetzt nochmal vielleicht für einige zusammenfassen, weil der Chris und der Felix sind ja die Speed Contest Sprecher hier. Zum Zeitpunkt kommen, wo du den Text im Chat gelesen hast, das war ein bisschen anders gemeint. Ich sage das und das kann mir gerne jemand anderer nachweisen. Das ist meine Erfahrung, gibt sicher welche, die es vielleicht können. Aber von meinen Leuten, die ich kenne im professionellen Handel, man kann im
im Intraday-Handel nicht diese Positionsgrößen handeln und so viel Geld verdienen und vor allem schon gar nicht auf diese Art und Weise, weil es einfach logisch ist, weil wenn ich am Abend die Position schließe, kann ich nicht eine Bewegung, so wie ich sie habe, teilweise 20-30% in einer Aktie verdienen, weil ich schließe die Position. Also ist schon mal von der Logik her nicht da. Das heißt, was mache ich im Intraday-Handel? Handle ich vor allem Indexe. Und das ist, wenn man sich nur auf ein einziges Produkt konzentriert, nicht sehr sinnvoll, wenn die gerade nicht gut anlaufen. Und wir haben jetzt April-Schulung gehabt, das können die Schüler ja auch nachweisen. Da habe ich vor ihrer Nase Intraday-Handel gemacht mit Futures. Und das war auch am Ende in 4 Tagen, weil ja der Freitag Feiertag war, eine knapp größere fünfstellige Summe, die rausgeholt worden ist. Aber dafür braucht man extrem viel, viel Erfahrung, ja, und wie du selber sagst, Königsdisziplin. Und das ist sehr stressig, wenn man in kurzen Zeiteinheiten versucht, irgendwie Trades abzusetzen und dann eben mit den falschen Produkten. 90% der Personen machen das mit den falschen Produkten, auf dem falschen Broker noch dazu, und zahlen am Ende eigentlich mehr Gebühren. Und wenn man professionell handelt, und deswegen sage ich einfach immer, jeder kommt gerne und sagt, ich weiß es besser, das ist das Typische im Trading, das ist genauso wie wenn du ins Fitnesscenter gehst, der Typ ist schon seit 3 Jahren dort, hat sich nie verbessert, kommt nicht weiter, aber erklärt dem professionellen Sportler dort, wie das Training ausschaut, wie man wirklich Sport macht, weil er hat es irgendwo gesehen und gelesen, ist das im Training noch immer, jeder will seine Meinung haben und Recht haben, aber wenn es dann darauf ankommt, sage ich immer, gerne zeig dein Konto, deine Entwicklung und ich zeig dir meine oder zeig deine Trades und wir schauen einfach weiter. Ich habe bis jetzt immer keinen gehabt, der frech war und am Ende dann auch dazu stehen konnte. Ja. Und das ist halt der Punkt, den ich auch vorher gesagt habe, professioneller Handel ist davon zu leben. Und dann lebt man, wenn man die richtigen Produkte auch handelt auf den richtigen Trendgrößen. Weil eben das ist ja, warum wir das machen, ist nicht den ganzen Tag vom Rechner sitzen. Felix hat es jetzt ein bisschen dramatischer gesagt, man muss es auch ein bisschen revidieren. Die Jungs haben natürlich bestimmte Zeiten, wo sie am Rechner sind. Das ist eben jetzt die Frühsession. Das ist natürlich die Nachmittagssession und dazwischen müssen sie auch andere Tätigkeiten nachgehen. Sie müssen ja auch natürlich Analysen erstellen und. Das ist ja natürlich, wenn sie jetzt für einen Handel unterwegs sind. Aber sie haben auch natürlich Schichten und da ist auch so, dass dann nicht mehr bitte einer von denen bis 10 Uhr durchgehend am Rechner sitzt. Man wechselt sich ab. Aber wenn man Konten für Kunden führt und da sehr viel Geld im Hintergrund ist, da werden auch Alarme reingelegt und da muss halt immer einer erreichbar sein, der, falls eine gewisse Situation eintrifft, reagieren kann und die Stops eben schneller hinterherziehen kann. Das wäre eigentlich dadurch. Ne? Wie gesagt, ich habe vor, wir gehen dann auch wieder auf meinen Schirm später, gehen einfach die Werte mal durch. Ich würde vorschlagen, wenn die Zuschauer das natürlich wollen, gehen wir mal ein paar Werte durch, besprechen sie, wie man die handeln kann, wie die verwaltet werden, wenn man mal sieht, wie ein Portfolio von jemandem, der sich da mal frech hinstellt und sagt, ich bin Profi, ich habe es auch nachgewiesen, glaube ich, in vielen Videos, ich habe es notariell sogar nachgewiesen und selbst das ist egal, Chris, trotzdem hört man immer wieder, das ist ja alles nur gekünstelt, das ist ja nur Glück, obwohl ich da sogar, was die Schüler ja gesehen haben, Notar nachgewiesen habe, als einziger bis dato, noch nie hat das wer gemacht, weil das ist auch ein sehr zeitlicher, finanzieller Aufwand, das hat ein Kunde von mir gemacht, seit 6 Jahren jedes Jahr 25% Rendite rausholen. Und das macht es aus. Nicht einmalig viel, sondern eine durchschnittliche Rendite immer wieder rauszuholen. Ne? Und das schafft man nicht im Intraday-Handel, obwohl ich sehr viel im Intraday-Handel raushole aus den Futures, sondern das schafft man eben vor allem, wenn man mit Aktien und Forex auf langfristig unterwegs ist, auf größeren Trendgrößen und eben mehrere Tage und Wochen. Weil du ja gerade das Saisonale zeigen möchtest, ganz kurz auch zum Öl, weil du es auch sagst, das ist auch saisonal bedingt natürlich. Mehr Öl wird verkauft eigentlich dann natürlich, wenn es kälter wird, dann zum Heizen. Das ist immer noch ein Mittel dazu. Das ist auch saisonal, dass man sieht, dass da die Preise rausgehen. Und natürlich im Sommer gehen die Preise ein bisschen runter. Aber trotzdem bleibt Öl, wie gesagt, eines der hochspekulativsten Instrumente, die es überhaupt gibt.
Bin ich bei dir. Also gerade auch Mittwoch 16:30 die Erdöllage, die Lagerbestände vom Öl aus den USA, die sorgen ja sowohl beim WTI als auch beim kanadischen Dollar oder norwegische Krone dann immer für starke Bewegungen, eben alles Öl beeinflussend und mal mehr, mal weniger, aber das gibt am Mittwoch immer reichlich Bewegungen, die auch technisch manchmal schwer einzufangen sind. Also Öl finde ich auch ist ein sehr trendiges Underlying zum Handeln. Also wenn man da, wobei man auch hier sagen muss, ich gehe mal kurz auf den Chart nochmal zurück. Wir hatten hier, also hier die Phase hier oben, ja, vom Dezember bis März, also das ist eine Phase, die hat sicherlich vielen Marktteilnehmern Geld gekostet. Ja, weil hier keine Trendbewegung wirklich war. Ich meine, der klassische Markttechniker oder der gut ausgebildet ist, der versucht sich hier ein- oder zweimal und lässt es dann sein, bis man eben einen signifikanten Move sieht. Aber ich meine, hier in dieser Zeit wurde sehr, sehr viel Geld gelassen, weil eben der ein oder andere immer wieder auf den Ausbruch spekulierte und hier sozusagen im Vorfeld seiner eigentlich ein General, sage ich schon, Signalgenerierung, sich hier schon, sage ich mal, einkaufte und dann immer wieder ausgestoppt wurde. Also ich glaube, das war eine Phase, die war sehr, sehr zäh. Aber kurz zu den Seasonals, da werden wir diesen Monat noch bei Broker Deal, kennt ihr ja auch gut, die Jungs aus Österreich, ist ja praktisch in eurem Ländle, der Michi und der Werner und Co., da machen wir diesen Monat auch ein Webinar zu Saisonalitäten. Ich will noch mal ganz kurz, hoppala, nur ganz kurz nochmal auf den Slide von Amgen eingehen, damit der Herr, der vorhin nachfragte, da nochmal sozusagen Klarheit kriegt. Also wie gesagt, das war nicht Juni, ich muss mich korrigieren, das war Juli. Und die Software, die ich dafür nutze, ist hier dreierlei. Eine aus den USA, eine deutsche und dann gibt es noch ein Stück weit was mit der statistischen Fuzzi-Vektor-Logik-Tendenzen zu tun hat. Das ist ein bisschen mystisch in Anführungszeichen, das blenden wir mal aus, Nummer 3. Aber 1 und 2 ist ganz, ganz klassisches Saisonal Trading und da filtert man zum Beispiel hier eben die Amgen. Wie vorhin angesagt, die hat tatsächlich eine hochgradig bullische Phase, nicht im Juni, sondern im Juli und zwar exakt von Mitte bis Ende im Schnitt. Wie gesagt, die Tage variieren. Ihr seht hier im Prinzip die Beginntage und das geht, wie gesagt, 30 Jahre zurück und in dieser Zeit hat die Aktie tatsächlich einen durchschnittlichen Profit von 6%. Die beste Performance lag sogar bei 26%. Ganz klar, es gibt Ausschlagsjahre und hier im relativen Kontext 3% Verlust, 6% Gewinn haben wir hier ein CRV von 2:1. Hervorragende Geschichte und das Spannende ist eben, dass zum Beispiel hier das Ergebnis 2015 bei 10% lag und das Ergebnis 2016 bei 7% und ich bin gespannt, wie die Amgen sich dieses Jahr schlagen wird. Statistisch, wie gesagt, hat sie immer noch weiter einen draufgelegt. Die Profitabilität liegt eben deutlich über 80% im Sinne dessen, dass man hier eine große Auswertungsbasis hat und solche saisonalen Geschichten sind für deutsche Aktien kaum findbar. Ja, man muss hier im Prinzip auf eine größere Datenreihe zurückblicken und die gibt es nun zu Großteilen nur in den USA. Deutschland wird da wohl in den nächsten Jahren auch aufholen, aber diese Pattern reichen meistens nur 20 Jahre maximal zurück. Und je mehr Datenmaterial man hat, desto spannender ist das natürlich. Ja, ich meine, die Amgen hat hier auch im August dann Quartalszahlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nichtsdestotrotz ist dieser Wert halt hier statistisch saisonal gesehen hoch interessant und hat dann hier im Chart haben wir das Jahr 2015 nochmal. Und hier das Jahr 2016 eben genau die Zeitspanne eingefangen, 13,7 bis 29,7. Und da wäre die Frage eben tatsächlich, ob man diesen Wert hier mittendrin in Anführungszeichen dieser Konsolidierung, dieser Seitwärtsphase hätte gekauft. Saisonal schrie es danach und Tatsache, der Wert erhob sich nach oben. Und genau das Gleiche hier. Hier haben wir natürlich charttechnisch schon eine interessantere Ausgangslage. Aber die Frage wäre eben, ob man den Wert so gekauft hätte. Statistisch, wie gesagt, hat es sich gelohnt. Wie 2017 aussehen wird, das werden wir uns mal näher anschauen, wenn es soweit ist. Tatsache aber, da werden wir auch den einen oder anderen Wert, wie gesagt, beim Broker-Deal-Webinar sozusagen unter die Lupe nehmen. Ja, genau. Hier Risk-Disclaimer, ganz klar, klassisch, wenn es vorhin schon mal da war, dann hier nochmal nice to know, worum es hier geht. Die Frage, wie gesagt, grundsätzlich vom Timing her, ihr habt ja jetzt den Vormittag schon so gut wie alleine gestemmt. Wir haben ja hier die Range von der Zeit 8:45, 9 Uhr bis etwa 10:45, 11 Uhr, 11:15 Uhr. Müssen wir mal schauen, wie lange wir das Ganze noch zelebrieren. Wie gesagt, ich denke, wir haben heute Nachmittag auch noch reichlich Content, wenn dann die Trader von ATT hier das ein oder andere noch vorstellen. Hat an der Stelle jetzt ein Teilnehmer noch eine spezielle Frage, die einem auf dem Herzen liegt. Wie gesagt, da nochmal die Anregung. Ihr könnt den Chat nutzen. Der ist nicht nur da, um Kritik zu üben, sondern auch Fragen zu stellen. Oder insbesondere, wer Kritik hat, darf auch Kritik üben. Gar keine Frage. Ich habe vorhin auch gelesen, der Agena Trader, ich denke, die Frage wurde ja schon beantwortet. Das ist ja schon im Anschluss begriffen.
Genau, jetzt warten wir mal kurz ab. Ansonsten fahren wir dann einfach mal mit dem Vormittagsprogramm weiter fort. Ingolf, ja, ganz genau. Der Agena Trader ist kompatibel, beziehungsweise hat ja lang genug gedauert, aber der Prozess ist abgeschlossen worden und insofern kann man jetzt JFD handeln, beziehungsweise nutzen als Liquiditätsanbieter für den Agena Trader und dort Trades absetzen. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz fein, ist sicherlich auch das nächste Vehikel für uns an euch, beziehungsweise eher für alle Trader, die hier Tools suchen, um sozusagen ihr Trading zu verbessern. Was habt ihr denn vor? Gibt es eigentlich einen Trader von euch, der hier vor dem Agena Trader sozusagen da schon seine Markterfahrung gesammelt hat? Und wenn ja, welche Software wurde denn da genutzt? Das würde mich mal interessieren. Meinst du jetzt von unseren Tradern? Genau, genau, genau. Oder so, also wo ihr in den Markt eingestiegen seid, Blut geleckt habt, gab es da eine Software, jetzt Agena Trader ist natürlich euer, ich sag mal, eure Haussoftware, ja, die natürlich auch zweifelsohne ihre Tools, Gimmicks und Features mitbringt, die man auch haben sollte. Heutzutage, das war ja wie gesagt vor einigen Jahren in der Art gar nicht abgreifbar vom Markt. Gab es aber doch noch den einen oder anderen, der da schon irgendwo softwaretechnisch den MetaTrader zum Beispiel spezifiziert genutzt hat oder anderes? Der MetaTrader ist halt, sage ich mal, weltweit, glaube ich, die bekannteste Software im Trading-Bereich. Mhm. MetaTrader 4 ist natürlich eingeschränkt auf Währungen und auf CFDs gewesen. Ich denke, jeder Anfänger wird über kurz oder lang über den MetaTrader stolpern. Und ich meine, das ist ja auch ein Tool, was Open Source ist und was sehr gut funktioniert, ja, sehr einfach zu bedienen ist und wo es keine Probleme gibt. Und ansonsten ja von unserer Seite natürlich die TWS bei Interactive Brokers für die Equity Depots und ja früher halt die Ninja Trader hin und wieder mal. Ja, ja, was gibt's noch? Dann war es das. Also wie gesagt, das sind ja schon eigentlich auch schon die besten Software-Tools, die es da so gibt. Ich meine, es gibt ja noch einige, die auch schon lange am Markt sind oder webbasierende Plattform, ja, noch und nöcher. Die ist auch schon Trade Signal Online zum Beispiel, gibt es ja schon seit den 2000ern, also wirklich schon sehr, sehr lange. Trade Signal selbst, dann fällt mir noch jetzt hier zum Beispiel Teletrader, ist auch ein relativ lang am Markt existierendes Tool. Aber da ist immer natürlich immer die Frage, wie das eine mit dem anderen kompiliert, beziehungsweise ob man auch damit den Markt eben scannen kann. Ne? Und das ist natürlich. TeleTrader ist doch nur eine Charting-Software, oder? Genau, 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 genau. Und gerade so eben Signalgenerierung, Scan, das ist natürlich ein Riesenfeature, was da Agena Trader mitbringt, sodass ihr praktisch da eigentlich eine Vorauswahl schon von der Software treffen lasst in Sachen Trading, oder? Ja, also der Agena Trader bringt einfach alles mit, was wir brauchen. Wir können damit screenen, also das heißt, wir können uns viele Listen anlegen, können damit die Werte screenen. Wir können Positionen sehr sorgfältig und ohne, dass wir einen Taschenrechner nehmen müssen, eröffnen. Das heißt, wir können unser Risiko-Money-Management einstellen und wir können natürlich Multi-Brokerage machen. Das heißt, wir können mehrere Broker anschließen. Und ja, das ist einfach das, was den Agena Trader für uns so interessant macht. Der Agena Trader kann natürlich sehr, sehr viel mehr, aber das meiste davon brauchen wir gar nicht. Wir brauchen halt wirklich nur das Wichtigste für unseren Handel. Wir sind ja diskretionäre Händler, das heißt, wir entscheiden selbst, wann wir reingehen und warum. Und ansonsten nutzen wir auch den Taipan als Charting-Software, das heißt, das ist unser Lenz & Partner, ist ja unser Datenfeed-Partner, der auch an den Agena Trader angeschlossen wird. Ah ja, guck an. Das ist ja interessant, wie gesagt, aber das ist, denke ich mal, für den einen oder anderen auch hilfreich, wie man sich da, sage ich mal, zurecht entwickelt am Markt, um da mit dem Tool natürlich oder den Tools arbeiten zu können, die einem da zur Verfügung gestellt werden. Das war natürlich vor vielen, vielen Jahren noch ein Stück weit anders. Heute hat man da wirklich riesige Ressourcen und auch wenn der Agena Trader Geld kostet, ist es natürlich ein Investment in sich selbst. Ja? Also wenn man auf so ein Tool zum Beispiel verzichtet, da hat man manuell wesentlich mehr Zeitaufwendungen, um ähnliche oder noch nicht mal ähnliche, um nur annähernd so einen Filterungsprozess zu vollziehen, wie es der Agena Trader kann. Also das ist schon herausragend. Aber ihr geht rein diskretionär vor, also nichts mit einer gewissen Algo-Unterstützung, also sage ich mal computerbasierende Signalgenerierung, die ihr dann diskretionär nochmal prüft. Nein, also wir sind wirklich 100% diskretionäre Händler. Wir
machen natürlich unsere Analysen, die sind trendfolgend ausgerichtet. Natürlich muss ich da über die lange Zeit natürlich ein Feingefühl entwickeln mit Hintergrund des Wissens, was man erlangt hat vorher. Ja, und dann handeln wir wirklich, also wir entscheiden selbst, wann wir einsteigen, ob egal, ob ein Signal da ist oder nicht. Ja, es ist auch richtig. Also ist eine gute Vorgehensweise, die das Ganze natürlich unterstreicht, um am Markt lange existent zu sein. Ich habe hier mal kurz das britische Pfund mitgebracht. Das ist natürlich ja auch gerade in einer sehr spannenden Phase. Ne? Also ich sage mal, unabhängig dessen, dass ja im Juni die Wahlen sind, ja jetzt gestern das Fernsehduell da war, inwiefern haben da politische Einflüsse bei eurem Trading? Wenn ihr jetzt diskretionär vorgeht, schaltet ihr da generell einen Gang runter? Jetzt an einem Wahlsonntag zum Beispiel, haben wir ja dieses Jahr einige dann, oder ist immer die Bundestagswahl im September dann ohnehin. Schaltet ihr generell runter oder lasst ihr das unberücksichtigt? Ja, das muss auf jeden Fall berücksichtigt werden. Also man muss ja sagen, das letzte halbe Jahr oder Jahr ist ja wirklich überschattet von irgendwelchen Ereignissen. Und das Ganze ist dann diesbezüglich auch nicht so ganz einfach, weil wir uns ja eigentlich immer zu den Nachrichten zurückhalten. Aber, weil wir ja auch nicht wissen, was passiert. Siehe Trump. Die Geschichte mit Trump war ja genauso. Damit hat ja auch niemand gerechnet, außer Ali vielleicht. Und dann ist der Markt kürzlich abgestürzt und danach ist er mehrere tausend Punkte gestiegen. Ja. Und jetzt auch gerade diese Geschichte mit Frankreich, die jetzt sehr aktuell ist mit der Frankreich-Wahl. Was da passiert, sollte Le Pen gewinnen, dann ist das natürlich, wird das sehr negativ aufgenommen und im Moment sieht es halt eben nicht so aus, deswegen wird es relativ positiv aufgenommen und natürlich gucken wir darauf. Also im Vorfeld positionieren im Sinne einer ausgehenden Spekulation tut ihr dann eher ungern. Sozusagen ihr wartet dann die Ergebnisse als solche ab und positioniert euch dann entsprechend der dann folgenden Marktbewegung, die ihr sozusagen dann antizipiert. Also es war ja so, zwei sehr interessante Termine, die Ali gehandelt hat. Man muss natürlich dann auch die Zeit aufwenden, auch mal nachts vorm Rechner zu sitzen, theoretisch, oder ganz früh am Morgen. Wahrscheinlich den Brexit, oder? Oder den Brexit gehandelt, Ali. Und Trump, aber kann Ali selbst erzählen. Aha. Ja, ich habe auch die Screenshots reingesetzt, also in die Gruppe. Also ich bin ja vom Brexit ausgegangen, dass der passiert. Aha. Weil ich ja viel Zeit in England verbracht habe und die Mentalität dort drüben sehr gut kenne. Bin aber nicht vorher hineingegangen, sondern das war dann ein kurzfristiger Handel, dass ich in die Zeit, wo dann das eben in den News gekommen sind, dass ich da eben hineingegangen bin. Und beim Trump hatte ich lustigerweise, wie er sich nur aufgestellt hat, gesagt, er wird gewinnen. Da kann sich Stefan erinnern, habe ich sogar eine Wette abgeschlossen, wo jeder gesagt hat, niemals. Weil ich sagte, weil er ist einfach ein Verrückter, der kommt, der ist bekannt und da sind einfach so viele Leute, die einfach sagen, sie wollen was anderes haben und wählen ihn. Und da war ich auch in der Nacht wach, weil für mich war das natürlich ein wichtiges Ereignis. Und das kann man nur natürlich mit den richtigen Produkten, eben wie gesagt, in dem Fall mit Futures handeln. Und da muss ich auch sagen, das hat mich auch zwei Einstiege gekostet. Aber natürlich war ich nicht mit voller Size drinnen, muss man auch dazu sagen. Aber in dem Moment, wo dann klar war, okay, die Zahlen gehen in seine Richtung und der Markt angefangen hat, Volumen aufzunehmen, bin ich hineingegangen, habe da wirklich viel an Bewegung mitgenommen. Bin mit dem Stopp sehr eng gewesen, weil das hat dann eigentlich, nachdem es das Tief erreicht hat und sich mal beruhigt hatte, habe ich gesehen, es geht nicht tiefer, irgendwas stimmt nicht. Bin mit dem Stopp sehr eng und dann hat das auch gedreht. Ich habe es nicht long gehandelt, sage ich dazu, ja, habe ich nicht erwischt, weil es ging dann zu schnell. Also dann ist, nach dem Absturz hätte man auch long handeln können, aber das war sogar mir zu schnell, dass es so schnell gedreht hat und die Stopps zu groß waren, dass ich gesagt habe, den Gewinn nicht mehr her. Und habe abgewartet, ob das vielleicht nur kurzfristige Korrektur ist von der starken Abwärtsbewegung. Aber wie gesagt, das war während der News. Also es ist auch so, dass zum Beispiel, wir haben einen Trade damals gemacht, auch beim Draghi. Da waren wir aber vorm Rechner, haben uns genau angehört, was er gesagt hat. Und als das Keyword gefallen ist, erst dann sind wir eingestiegen. Das heißt, wir handeln niemals vor der News. Das ist ein reines Glücksspiel. Das ist echt einfach dumm in den Markt reingehen und hoffen und beten und dann gibt es Aussetzer, es geht in beide Richtungen und fischt alles ab und dann geht es in die Trendrichtung, sondern wir warten wirklich ab und das machen wir eigentlich nur, wenn ich dabei bin, weil ich das schon so zigtausendfach erlebt habe, dass ich da einschätzen kann, wann wir das machen und da wird auch das Orderbuch sehr genau beobachtet, dass das Volumen auch passt
und erst dann. Und es auch nicht jedes Mal erwischen wir es. Also das sage ich auch dazu. Bitte nicht denken jetzt, nur weil ich es jetzt diese zwei Mal erwischt habe, dass jedes Mal, wenn Draghi oder die FED-Sitzungen sind, dass wir da jedes Mal in den Markt reinkommen. Manchmal läuft es auch ohne uns, weil wir es nicht erwischen, weil es zu schnell geht. Manchmal erwischen wir es auch. Aber wir machen das niemals vor den News, so wie Stefan schon in der Früh gesagt hat. Die Aktie, die super am Laufen war, die heute aber ihre Zahlen bringt, da sind wir auch ausgestiegen, weil wir einfach nicht die News abwarten wollen, was da passiert und vielleicht eine böse Überraschung haben. Also das machen wir nicht, das ist zu spekulativ, das ist ein reines Glücksspiel. Ja, das ist auch eine definitiv gute Ansage. Beim britischen Pfund, ich habe auch einen guten Bekannten im wahrsten Sinne Event-Trader, der hat auch den Schottland-Trade damals gemacht. Der macht nicht viel im Jahr, aber wenn dann solche Events, und der hat exakt auch wie du die Nacht zum Tag gemacht und in dem einen Tag in Anführungszeichen sein Jahressold erfüllt, weil er im Prinzip genau auf solche Events hofft und dann auch aufgrund dessen, dass er auch in England viel gelebt hat und im Sinne seiner Kontakte und der Auswertung der Daten. Und als dann klar war, was passiert, dann ging es ja recht dynamisch in die eine oder andere Richtung. Und wenn man da wohlwollend positioniert war, wohlbemerkt in der Nacht oder am frühen Morgen, dann ging es natürlich schon ganz schön ab, die Party. Zum britischen Pfund selber, Ali, hast du da eine große, ich hole mal gerade den Big Picture Chart mal auf den Schirm, den wird der ein oder andere vielleicht auch gar nicht kennen. Hast du da eine Meinung zum britischen Pfund? Wir schauen mal ein bisschen in die 80er zurück. Das ist ganz spannend, wenn wir uns das mal hier anschauen. Zum Pfund so in der Entwicklung, das ist jetzt hier Monatsbasis, eine Candle, ein Monat, so auf Blick der nächsten, ja, im Sinne des Brexits, wenn es passiert und dergleichen, siehst du das Pfund langfristig eher weiter fallen? Oder als der Brexit geschehen ist, habe ich gesagt, der Pfund wird fallen, auch davor, allein schon die Ankündigung der Wahl habe ich angesagt, der Pfund wird fallen, weil natürlich Investitionen zurückgehen, weil auch klar ist, dass England hat ein anderes Geschäftsmodell. Man muss wissen, dass in England das so ist, dass die englische Wirtschaft dadurch so stark gewachsen ist, weil die Engländer hingegangen sind und gesagt haben, die Superreichen kommen sehr, deswegen ist dort auch die Dichte an Reichen eines der höchsten der Welt, weil die dort nur noch 16% Steuersatz haben und so künstlich die Wirtschaft nach oben geschoben haben in dem Sinne. Und jetzt, wenn die aber dort sind und ihr Geld natürlich auch im Pfund haben, was man natürlich braucht, ihr ganzer Wert in Immobilien und alles Mögliche im Pfund ist und der fällt, dann ziehen sie viel schneller das Geld auch raus und schieben es woanders hin. Das ist auch ein Problem für den Pfund und generell ist die Wirtschaft ja nicht so stark. Ist zwar einer der größten Wirtschaftssektoren der europäischen Zone, nur wir wissen nicht, was der Brexit jetzt verursacht. Das weiß keiner. Wenn die sich nicht einigen, man muss darf nicht vergessen, England exportiert in 26 Nationen und wenn die jetzt da Zölle drauflegen und, wird dann die englische Wirtschaft darunter leiden. Dazu kommt ja noch, dass Schottland sich ja trennen will von England und das könnte passieren, weil Schottland will bei Europa bleiben und dadurch verlieren sie eigentlich ihren Energiemarkt, weil Schottland hat die Energiefelder, also die Ölfelder und generell Stromlieferant für England, sehe ich eigentlich persönlich für den Pfund keine rosigen Zeiten. Ja. Nicht wie damals. Damals, wie sie noch allein unterwegs waren, war es eine Monopolstellung mit dem Pfund und allem. Aber ich sehe das eher fallend und wenn man sich die Analysten von JP Morgan Stanley anschaut und den großen Fonds, sehen die das auch mit dem US-Dollar eine Parität von 1:1. Ja, das Pfund ist ja auch, wenn ich wenn ich das Pfund im Big Picture sehe, dann ist es nicht nur langweilig, sondern auch wie der Dollar, ein Mega-Abwertungsprozess. Ja. Da haben wir auch hier die 90er nicht viel geholfen, um wieder nach oben zu laufen. Also das Pfund ist schon auch hier in einem Strudel der Abwertung. Und du gib dir mal recht hier, wenn wir die 1,20 nach unten aufbrechen, ich denke, dann ist der Weg auch relativ gesehen frei. Round Number hat ja bisher hier mit Bravour gehalten. Bin mal gespannt. Also das Pfund ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ist auch als Währungspaar im Sinne der Spekulation durchaus interessant. Der eine oder andere wird es wissen, Euro-Dollar, natürlich das größte Währungspaar in Sachen Volumen und täglichem Umsatz, aber von der Bewegungsfreudigkeit her ja zuletzt auch ein Stück weit dürftig. Das ist beim britischen Pfund oder allen Pfundpaaren definitiv anders. Also da gibt es reichlich Bewegung. Hängt natürlich auch immer mit dem kleinen News-Faktor zusammen, dass eben hier
Mrs. May oder andere dann immer mal wieder irgendwas verlautbaren lassen, was das Fund in die eine oder andere Richtung ausschlagen lässt. Das ist natürlich dann auch immer News gesteuert, aber Bewegung haben wir am britischen Fundbereich oder im Markt dessen sehr, sehr viel. Ich kenne auch einige Forex-Händler, die so ein Stück weit abgewichen sind vom Euro und jetzt eben tatsächlich sich auch britisch Pfund Yen, britisch Pfund US-Dollar, britisch Pfund CAD zum Beispiel, also da tatsächlich ein Stück weit umorientiert haben, weil das Pfund eben tatsächlich hier schön Movement bietet, wie es so schön heißt. Okay, also danke Ali dann für die Erklärung an dieser Stelle. Das hätte mich auch da von deiner Warte aus interessiert und gehe schon ein Stück weit confirm, dass das Pfund wahrscheinlich das finale Tief noch nicht gefunden hat. Aber für eine Erholung wird es wahrscheinlich auch mal Zeit. Das ist eben die Frage nach dem großen Ausverkauf, der hier, wir sehen es im großen Big Picture Chart, ja, da läuft er nun auch schon seit mehreren Jahren. Das ist schon hier auch wasserfallartig, was hier nach unten tropft. Ich meine, da seid ihr als Markttechniker auch so aufgestellt, was tief fällt, muss noch nicht final das Tief gefunden haben, sondern kann immer weiter tief fallen, so rein trendfolgend, ist das sicherlich auch anzunehmen. Die Frage ist nur, ob irgendwann mal eine Gegenreaktion kommt und was die Ursache sein wird. Das bewegt sich natürlich im Rahmen der Spekulation, aber da ist es sicherlich beim Pfund ganz interessant, hier auf die 1,20 zu achten. Also das halte ich für ein sehr, sehr schönes Level, sowohl wenn es durchgeht, als auch falls wir da nochmal hinlaufen. Aber ihr seht es ja, zuletzt hat sich hier eine schöne Aufwärtstendenz entwickelt und wir werden mal sehen, wie die Reise weitergeht. Gut, grundsätzlich heute Nachmittag nochmal als Statement für alle Teilnehmer. Wir haben ja hier die Nachmittagssession. 14:15, richtig Stefan? Geht es weiter? Genau, 14:50, 14:15 oder 14:30. 15 würde ich sagen, da sind wir noch vor den News vielleicht am Start und ich meine so, wir haben zwar die große Range bis 16:15 angegeben, aber wir und das Team wird sicherlich dann auch bald nochmal andere Tasks erledigen, / Mittagspause anstreben und wir gehen über denselben Link 14:15 wieder online, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen, der ein oder andere hat das sicherlich noch nicht auf der Pfanne oder aber vergessen. Deswegen die Information, wir werden 14:15 an die Nachmittagssession starten, im Sinne dessen, dass die USA dann sozusagen die News reinbekommt. Wir können mal schauen, was da heute so ansteht. Es ist ja Donnerstag, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, immer wieder ein Thema. Aber wir haben natürlich morgen die Non-Farm Payrolls. Das ist natürlich noch ein Stück weit interessanter. Da geht es morgen sicherlich volatilitätsbetrachtet nochmal schön zur Sache, 14:30. Aber heute haben wir, wie gesagt, auch 14:30 ein paar Zahlen, dann kommt 16 Uhr noch wieder was rein. Also die Zeit werden wir heute Nachmittag sicherlich schön überbrücken können. Ansonsten, wie gesagt, im Groben hätten wir die Vormittagssession, auch wenn ich zu Großteilen abwesend war, eigentlich hinter uns gebracht. Sebastian, sage ich schon. Stefan, hast du noch was auf dem Herzen? Nö, also das ist ja der normale Ablauf auch unseres Teams. Gegen 11 Uhr geht dann jeder seiner Wege erstmal. Natürlich ist immer einer oder zwei von uns da, die die Märkte beobachten und erreichbar sind. Aber jetzt so in der Mittagszeit passiert sowieso in der Regel nicht viel. Deswegen, ja, von meiner Seite gibt es jetzt auch nicht viel. Es gab ja auch heute Vormittag nicht viel zu handeln. Wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen das Augenmerk auf ein Yen-Paar gelegt, beziehungsweise auf die Yen-Paare. Aber im Moment wird der Yen abverkauft. Deswegen müssen wir mal schauen, wie sich das gegen Ende entwickelt. Bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Also ich habe eine Euro-Yen-Long-Position laufen, die können wir nachher gerne nochmal thematisieren, auch auf Intraday-Basis, die ist relativ frisch. Aber mal schauen, ob die noch zum Nachmittag neu existent ist. Wenn nicht, werde ich euch den Trade trotzdem zeigen im historischen Chart, falls der ausgeschnappt wird. Ansonsten lasse ich den jetzt mal laufen. Meine Idee ist hier im Prinzip, dass da auf jeden Fall die Hochs angegriffen werden. Euro-Yen kurz vorm Widerstandsbereich und ganz spannend. Das schauen wir uns aber gerne am Nachmittag an, beziehungsweise ab 14:15, je nachdem, wie es dann eben newstechnisch ausschaut. Dann sage ich jetzt erstmal an der Stelle vielen Dank an das ATT-Team für das heutige Vormittags erscheinen und gleich ist dann am Nachmittag natürlich und vielen Dank auch an die Zuschauer. Ohne euch wäre es natürlich halb so spannend und ich hoffe, der ein oder andere konnte hier ein paar Informationen mitnehmen, etwas vom Markt partizipieren, dahingehend, dass die Vorgehensweise soweit klar wurde, wie wir das machen, beziehungsweise speziell ATT. Und insofern würde ich mich langsam auch vom ETA verabschieden, wünsche euch allen eine gute Mittagspause, eine gute Freizeit und am Nachmittag wollen wir dann direkt nochmal für gute 2 Stunden angreifen. Freue ich mich drauf. Alles klar, dann schöne Mittagspause, bis später. Bis schau dabei.